Ja, Leute, ihr seht's ganz gut. Ich war beim Friseur und trage deshalb diese Kappe, weil halt das ich nicht zeigen möchte. Aber heute möchte ich etwas anderes zeigen. Heute werde ich auf ein Video reagieren, genau gesagt auf einen Kanal. Ich habe die Ohrstöpsel schon drin. Heute werde ich auf den Kanal von Black Metal Fan Lisa reagieren. Ja, die habe ich mal dadurch gefunden, dass sie ein Reaktionsvideo auf Marmeladenoma gemacht hat. Klingt interessant, aber ist so. Das Reaktionsvideo auf Marmeladenoma werde ich mir jetzt nicht angucken. Das wäre zu langweilig. Ich habe schon viel zu viele Marmeladenoma-Videos gemacht. Deshalb nehme ich jetzt das neueste Video von ihr, 3 Wochen alt. Keine Ahnung, sie lädt vermutlich wenige Videos hoch. Hier gibt es ein Infovideo, da steht, warum kommen keine Videos. Kann man ja mal reingucken, darauf werde ich heute nicht reagieren. Heute reagiere ich auf Let's Loot, darf ich vorstellen. Nummer 40. Sie hat scheinbar eine Videoreihe, die sich nennt, darf ich vorstellen, und dort stellt sie einige Kanäle vor, die sie mag, die sie kennt, die sie halt vorstellen will. Starten wir direkt mal ins Video und ich werde darauf reagieren. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Darf ich vorstellen? Macht's euch bequem, esst Kekse. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Heute geht es um einen ganz besonderen Kanal, denn diesen Kanal möchten, könnten, tun einige von euch schon durch einige Let's Plays von mir. Und zwar geht es heute um den guten Alucard 224 und sein Format Unboxing von Loot Chest. Heißt das Format überhaupt so? Okay, kleine Korrektur, es heißt Unboxing Let's Loot. Was gibt es auf diesem Kanal zu sehen? Unboxings, ja. Ja. Beziehungsweise welche Formate gibt es da? Zum einen findet ihr eigentlich hauptsächlich auf diesem Kanal Let's Plays. Aber weshalb ich diesen Kanal ja vorstellen will, ist ja das Let's Loot bzw. Unboxing, weil Sachen auspacken und Kartons und Geschenke öffnen ist immer toll. Ja. Spitzenmäßig. Und deswegen dachte ich mir, ja, stellen wir das mal vor. Alucards Kanal gibt es schon seit dem 9.07.2010 und sein erstes Video erschien am 15.11.2010 und es nennt sich Cottbusfahrt 2.mp4. Seit 2011, seit 2010 macht er schon. In der Videobeschreibung steht uns: Da hinten sitzt bin ich. Kumpel hat gefilmt. Poetisches Meisterwerk, möchte ich meinen. Doch es fragt sich wieder mal erneut, was für Let's Plays macht er eigentlich? Zunächst einmal macht er Horror-Let's Plays, ganz cool ist. RPG, MMO-RPG. Diese Abkürzung kann ich mir nie merken. MMO-RPG. Ich schon. Klingt wie so eine Internetseite. Dann noch Spiele für Sirn, was hauptsächlich so Point-and-Click-Adventure sind. Aber auch sowas wie Life is Strange. Und dann halt noch andere Formate, zum Beispiel jetzt das Let's Test, also wo er Sachen antestet. Oder halt auch, jetzt kommt's. Er streamt auch live auf Twitch, derzeit glaube ich Outlast 2. Ist immer wieder toll reinzuschauen, wenn ich es schaffe. Also tut es auch, es lohnt sich. Es ist eine gemütliche Atmosphäre und macht Spaß, ihn dabei zu gucken. Und dann halt noch das heutige Format, und zwar Let's Loot Unboxing, Loot Chest und so weiter. Puh, was ist Let's Loot eigentlich? Kurz erklärt, Let's Loot ist einfach nur, wo er jeden Monat eine Loot Chest bekommt und die dann auspackt, mit euch die Sachen durchgeht und anguckt, was da so gibt. Und zum Schluss geht er noch die Preise von den Sachen durch. Und was noch hätte drin sein können. Was mir so besonders an dem Format gefällt, es hat eine sehr gemütliche Atmosphäre. Als würde man halt bei ihm sitzen und zusammen sich, wie bei Weihnachten, Geschenke angucken. Vor allem, dass er da so Musik im Hintergrund hat und auch am Anfang der letzten Folge von
Let's Loot hat er sein Soundboard benutzt. Das fand ich echt cool. Wisst ihr was? Er hat den Niedlichkeitsbonus. Alles klar. Und zwar seine Katze Kitty, die schleicht sich manchmal auch ins Bild. Und das ist mega niedlich, weil Katzen sind toll. Ja. Doch bevor ich irgendwelche Scheiße drumherum lade, zeige ich euch hier einen kleinen Ausschnitt und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Und ja, ne? Loot-Chest. Genau, es ist wieder mal soweit und wir öffnen mal das. Wo ich sagen muss, die ist diesen Monat größer und schwerer. Mich freut's natürlich, da könnte mehr drin sein, ne? Wir machen mal dabei ein bisschen leise Musik an, weil sonst doof, ne? Boah, ich mag ja solche Musik, wenn YouTube da wieder die Blöde macht und ihr das dann hört. Sowas mag ich echt. Also, wir haben wieder mal das Loot-Heft. Standard ist ein Aufkleber von der guten Pummel-Einhorn. Also, ich will schon, wer den Aufkleber haben will, das weiß ich jetzt schon. Ich nicht. Und die Katze macht sich wieder an die Kiste, wie immer. Den lege ich gleich mal mit hier hin, da geht er dann auch gleich wieder weg, der Aufkleber. Hawkeye and Scarlet Witch. Powerwert 70, Verbündeter. Okay. So sieht das aus. Die Werte, da muss ich mich mal mit auseinandersetzen, ich habe da nämlich keine Ahnung. Mordo. Kommt der von Mordo oder was? Das ist ein Witz. Meiner Meinung nach ist das Format Loot Chest bzw. Let's Loot ein sehr schönes und gemütliches Format, was ich unbedingt weiterempfehlen möchte. Klar, sowas haben Alexi Bexi und andere YouTuber auch schon gemacht. Darf ich mal was anmerken? Ich habe zwar vielleicht nicht die beste Kamera, also ich will mich auch gar nicht beschweren, also nein, also meine Let's Plays sind auch jetzt nicht gerade der beste Stuff auf Erden, aber habt ihr mal gesehen, vielleicht ist das durch das Wiederverwerten oder irgendwie durch den Upload von Lisa irgendwie schlechter geworden, aber ich habe den Eindruck, dass die Kamera, das Kamerabild von diesem, wie heißt der nochmal, Alucard, ja, Alucard müsste es sein, der hat dort, das ist, ich gucke es mir nochmal an, das ist, der wird auf mich irgendwie ein bisschen wie mit meiner Facecam aufgenommen, deshalb benutze ich jetzt auch die Kamera, nicht die Facecam, weil meine Facecam hat höllisch schlechte Qualität. Es ist zwar der Porsche unter den Facecams, also das ist die Facecam, die Paluten und Revenzeit und sowas benutzen. Die hat auch schwer Geld gekostet, aber der Sound ist auch scheiße. Aber wie das bei dem aussieht, das ist ein bisschen verschwommen, so ein bisschen alles, so ein bisschen schwammmäßig. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, das will ich jetzt nicht angreifen, das ist jetzt auch nicht mein Job hier, das steht mir auch gar nicht zu, deshalb gucken wir mal weiter. Also das ist hier niemanden, will mir hier niemanden als Feind machen. Aber ich finde, da Alucard noch so ein relativ sehr kleiner YouTuber ist, ist es umso gemütlicher, finde ich. Weil so weiß man, ja, großer YouTuber packt was aus. Verstehe, was er meint. Ist ganz cool. Aber so, wenn so ein kleinerer YouTuber das macht, man merkt noch, wie viel Ehrgeiz er reinsteckt. Also, ich weiß nicht wieso, aber man merkt es besonders bei Alu. Er steckt viel Ehrgeiz rein und es ist eine gemütliche Atmosphäre. Ich feiere das extrem. Doch, was haltet ihr von dem Format Let's Loot und von Alucard selbst, also beziehungsweise sein Kanal und seine Let's Plays und so? Und was haltet ihr von diesem Video? Schreibt das alles in die Kommentare rein, würde mich freuen zu lesen. Und Kann ich dir jetzt in diesem Video sagen, was ich zu dem Kanal meine und was ich zu dem Video meine. Lass doch bei Alucard auch einen Kommentar oder so, ja. Oder ein Like, oder ein Hallo, oder ein Kuchen. Ach so, Alu. Wir machen noch ein Video zusammen. Zeit für ein Du-Du-Du-Duell. Okay. Meinung zu dem Video wirst du wissen. Wollt ihr wissen. Boah.
hauen wir das Ganze mal auseinander, wie es sich gehört. Qualität, habe ich schon was dazu gesagt, das wirkt bei dem Alucard ein bisschen verschwommen, aber bei ihr umso besser, vielleicht durch den starken Unterschied, aber scheint eine gute Qualität zu sein, die Black Metal Fan Lisa hat. Also ich bin der Letzte, also wollte ich nochmal anmerken, ich bin der Letzte, der sich über Bildqualität beschweren würde. Also ich merke es hier nur an, also ich keine Beschwerde von mir, weil schaut euch meine ersten Pokémon Y Let's Plays an, also meine ersten Pokémon Y Parts an, meine erste Let's Play Reihe. Also nur mal so, ich bin der Letzte, der sich darüber beschweren darf, deshalb mache ich es auch nicht. Ich merke es nur an, ich sag nur, was ich sehe. Thumbnails sind so wie meine ersten Thumbnails leicht gemacht und ja, nicht sehr perfekt, aber wer braucht perfekte Thumbnails, wenn die Videos super sind? Also dann ist ja alles, kann man drüber diskutieren. Ich würde mir die Thumbnails bei ihr noch ein bisschen größer, ein bisschen schreiender wünschen, halt so ein bisschen, sie heißt Black Metal Fan Lisa, da erwarte ich Thumbnails, die mich anspringen und mir quasi ins Gesicht hauen, also versteht ihr, was ich meine, also ja, also insgesamt ein React-2-Video darf ich vorstellen, sogar mit einem eigenen kreativen Namen. Ja, ausbaufähig in jedem Sinne. Ich habe meine Kritikpunkte angesprochen. Die Location im Video ist gelungen. Also ein ganz kleines IKEA-Regal steht schon hinter, passt schon mal. Und ja, eine schwarze Rose, ein bisschen symbolhaft als Charakter. Ja, sie könnte es ein bisschen wilder einrichten, also um halt auf den Namen, die Namensgebung und so weiter zu kommen, zurückzukommen, weil ich finde so irgendwie der Name, der einen Kanal hat, der sollte sich dann auch irgendwie ein bisschen in den Videos wieder spiegeln. Vielleicht nur ein bisschen, aber ein Zwergfürst zum Beispiel sollte nicht rasiert sein. Ja, ihr merkt den Fehler. Ja, ich war beim Friseur, ich habe mich auch gleich... Ich habe mündliche Prüfung die Woche, deshalb... Ja, ich muss halbwegs gepflegt aussehen. Darf da keinen Bart tragen wie sonst was. Aber gut, sag's mal so. Ist in Ordnung. Kann man für ein Like geben. Kann man ein Däumchen nach oben akzeptieren. Ja. Freut mich mal wieder, einen Kanal vorgestellt zu haben. Also einen Kanal, auf einen Kanal reagiert zu haben. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Däumchen nach oben bei ihr, Däumchen nach oben bei mir, Abo bei mir, Abo bei ihr. Habt noch einen angenehmen, köstlichen Tag. Gehabt euch wohl, habt Renner. Bis dann. Tschüss.